Jetzt gerade blühen sie in unseren Gärten in voller Pracht. Ob Kletterrose, Strauch oder die Pfingstrose, bei so vielen unterschiedlichen Sorten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dennoch gilt die Rose als Diva unter den Blumen, die gehegt und gepflegt werden will. Das bestätigt auch Gartenexpertin Heidrun Matuschka. Rosen sind sehr anspruchsvoll. Sie brauchen einen ganz bestimmten Standort, einen ganz bestimmten Boden. Und das lohnen sie einem mit einer wunderschönen Blüte. Fangen wir also gleich mit dem richtigen Standort an. Im Garten benötigen die Rosen einen sonnigen, windgeschützten Standort mit sehr viel tiefer Komposterde. Sie sind Starkzehrer. Und auf dem Balkon braucht die Rose einen hohen Topf, weil sie Tiefwurzler ist. Wichtig ist auch der richtige Boden. Er sollte lehm- und humusreich sein. Den richtigen Standort hätten wir also. Weiter geht es mit der Pflege unserer Rosen. Hier heißt es vor allem beim Bewässern, weniger ist mehr. Im Freien ist es nicht notwendig, die Rosen täglich zu gießen. Man beobachtet das Wetter, die Witterung, ob es geregnet hat oder nicht. Man steckt den Finger in die Erde und wenn das zum Beispiel unterirdisch feucht ist, braucht man nicht gießen, auch tagelang nicht. Es ist gut, wenn man direkt auf die Erde gießt und nicht auf die Blätter. Das fördert die Blattgesundheit. Ein weiterer Fehler beim Rosenanbau ist der fehlende Schnitt. Auch hier gibt es einiges zu beachten. Im Frühjahr schneidet man aus der Rose alles Abgestorbene, Vertrocknete raus. Zum Beispiel diesen Ast hier vollkommen am Stielansatz. Rosen lieben es, wenn man sie füttert und versorgt wie Haustiere, wenn man an ihnen rumzupft, sie betüttelt und versorgt. Beim Zurückschneiden der Triebe darauf achten, dass man das nächste vollkommene Blatt erwischt. Das besteht aus 5 Einzelblättern. Und hier den Schnitt klar zum Auge hineinsetzen, dann wird an dieser Stelle noch eine neue Blüte austreiben. Doch was tun, wenn die Rose dennoch von Krankheiten und Schädlingen befallen wird? Das ist zum Beispiel ein Pilzbefall der Rose. So ein Blatt schneidet man vollkommen weg und zwar auch vom Stielansatz her. Hilft das alleine nicht, muss der richtige Dünger her. Auch beim Düngen schleichen sich oft Fehler ein. Keinen chemischen Dünger verwenden, sondern nur organische. Und regelmäßige Düngegaben von Flüssigdünger, 14-tägig, sind auch sehr wertvoll. Das geht am schnellsten in die Wurzeln. Ob in der Vase oder in der Erde, kaum eine Blume erfreut uns mit so einer bunten Pracht wie die Rose. Und mit den Tipps der Gartenexpertin können wir uns an ihrer Blüte auch garantiert noch länger erfreuen.